Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Minus 19 Challenge. Hier in der mittlerweile schon. Okay, das lasse ich mal lieber. Aber auf jeden Fall sind wir hier im Challenge Break. Ja. Mit mir natürlich, dem Chris Gaming. Ja, aber. Und ich habe heute meinen kleinen Bildschirm zum Laufen gebracht. Top. Ja, aber es geht in die richtige Richtung. Du hast einen. Du hast einen Führerschein gemacht. So, das Feld ist auch fertig gekalkt. Fängt mit S an. Hä? Was mit S? Es hat was mit kaputt zu tun und es fängt mit S an. Hä? Was fängt mit S an? Das, was er kaputt gemacht hat. Hä? S? Keine Ahnung. Ein Seil vielleicht? Seil? Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er im Wald irgendwas mit der Seilwinde gemacht. Keine Ahnung. Stimmt. Seilwinde kaputt. Oder er hat nichts kaputt. Was hat er denn gemacht? Alter, Sepp, du stellst dir mal Rätsel, ey, die krieg ich hier. Tomba. Wahrscheinlich ist das, wenn ich die Antwort wahrscheinlich gleich höre, ist das sowas von offensichtlich. Uiuiuiuiuiui. Ich bin da überlegen. Es. Naja, diese Zaunpfosten da. Unten und zwar was ziemlich Geiles. Was denn? Ja, das fängt mit S an. Was denn? Das ist gefunden. Ein Syntrak. Ach, du hast einen Traktor gefunden, denn eine Traktormarke mit S. Scheiße, bin ich blöd. Was gibt's denn für eine Traktormarke? Same hast du gefunden. Ah, da kommt mein Raps. So, ich muss nochmal schnell in Zellur. Ja, Leitlein, ich muss das immer da auf der Seite machen. So, weil sonst kann ich nicht abladen. Wow, wegen dem. Ah, da hinten ist er ja. Da hat ihn der Herr Kollege reingetan. Und, jo. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche gehabt. Heute vergessen Abend Livestream 19 Uhr bei mir auf Twitch. Und ja, war's dann. Was hat denn der Bot schon wieder gemacht? Wer? So. Jetzt rate mal, was ich gefunden habe. Wer denn? Nein, kein Traktormarkt mit S. Aber ich habe einen Scheunenfund gemacht. Ja, scheiße, ey. Chrissy, rate mal mit hier. Das ist der. Was denn? Ein Scheunenfund gemacht, was mit S anfängt. Also in der Scheune. S in der Scheune hat irgendwas gefunden, weiß nicht, der Oldtimer. Den Schäfer hat er gefunden, den Schäfer-Teleskoplader. Wow. Oder eine Schieferplatte. Wow, was soll ich mit einer Schieferplatte anfangen? Ja. Jo. Also die Folge 20 Minuten oder nur 15 jo. Minuten? Jo! Hä? Hallöle. Nein, Scheune von S an. Oh, was fängt mir das an? So. Die Minuten.
Keine Ahnung, Sepp. Also ich weiß, ich rate ja schon öfters mal was, aber Alter, keine Ahnung. Tut mir leid, ey. Das, was ich gefunden habe, fängt mit G an. G, hä? G. Scheunenfund mit G. Mit G. Brauch ich nicht. Güldner. Oh, Alter. Güldner, geiler G45. Oh. Was hat er dann gefunden? Weiß ich nicht, hat er mir nicht geschrieben. Achso, weil du gerade was von einem Güldner gesagt hast. Ja, ich habe einen Wasser. Ich habe einen Güldner. Bin ich gut? Bin ich gut? Ich wusste es doch. Es ist ein Güldner. Zwar nicht den, den ich gesagt habe, aber ein Güldner. Geil, Alter. Muss kurz runtergehen. So, dann düngen wir das noch fertig und dann passt das. Dann ist die Arbeitsschicht für heute auch wieder erledigt. Ach, warum spät denn jetzt, Sepp? Ich glaube, du kannst jetzt alles großschreiben, hab ich das Gefühl. Sepp. Aber ich weiß nicht, warum der Bot dich jetzt für 600 Sekunden blockiert hat und warum ich so dumm finde zu fahren, ey. Ach ja, Chrissy. Was denn? Doch, was mit 10.000. Hä? Aber ich glaube, das, was du bezahlen musst, wird doch was mit 10.000 sein. Warum? Ja, hast du schon gesehen, allein das Threshen kostet schon 8.000. Du bist so ein... Ich hab gesehen. Ey, das ist doch geil. Die Rechnung wird teuer. Und besonders, das kommt er jetzt noch ansehen, man. Dazu. Zwei Wiesen, man. Das wird auch noch 8.000. Oh, 17.000. Geil, geil. Und weiß ich schon auf deine Rechnung. Das ist so geil. Geld. Geld, Geld, Geld. So muss das. Ah, ja. Einfach lecker. Ah, du bist so ein 31er. Gar nichts anderes. Ja. Darf es sein. Und wenn ein Regelbuch macht, dann muss er die Strafe kassieren. Oh, das gibt einen Crash. Das gibt einen Crash. Was gibt einen Crash? Ich dachte schon, ich fahr gegeneinander. Digga, was hat der für Fahrzeug? Ja, dieses LU, was glaubst du, nur die Besten von den Besten. Jo, Alter, fahren kann aber auch nicht, gell? Nö, das sowieso nicht. Nee, mit der Raupe ist auch, glaube ich, schwer zu fahren, muss ich sagen. Alter, die Hupen sind aber irgendwie alle gleich. Liebe Grüße gehen an Chains. Ja, geilsten Hupen eingebaut, EOS. Ich hab grad einen Krampf in meiner Hand. Ah, fuck. Geil, hä? Krampf ist richtig geil. Ach, halt die Klappe. Ja, ich feier Krampf. Feierst du auch Krampf? Lass uns gerade in einen Typen hier überholen, der soll mal ein Kit geben hier. Vor allem der Mähmeister. Oh, warte mal, ich fahre dem hinterher hier. Warte mal, ich kann auch sehen, nicht, dass ein LKW ja einmal frei. Ich liebe es einfach. Och man, ich fahre hier diese Pfosten, die mir so auf den Piss. So, Lettland, ich werde jetzt da noch bei den Kühen noch vorbeischauen. Oi, 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 oi.
aus mit der Karre. Und mit LKW. Ja, ja. Also, es hat mir keinen Preisvorschlag gemacht fürs Ansehen, ja. Das hab ich selber gesehen. Aber, stimmt, kann mir eigentlich egal sein. Geht ja auf meine Richtung. Ich bin so geil. Mit Humor verstehen, bitte. Die steht auch überall hier im Big Pack, ey. Das ist ja nicht mehr normal. '83, Alter, so macht Ladewagenfahren Spaß. Ich sehe mit 43 oder so, Alter. Komplett überflüssig. Jojo, da machen wir in der Folge noch die Kühe fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Schreibt gerne mal eure Spionageerfahrungen in die Kommentare und jo. Passt es. Mann, was haben wir jetzt wieder gemacht? Was? Nix? Ich hab mich gerade festgefahren. Ja, wie immer. Halt die Klappe. Na gut, ich kann mich auch noch festgefahren. Das ist wirklich nicht so schön. War eine gute Investition hier. Sich aber jetzt auch lohnen muss. Jo, und dann würde ich sagen. Ja! Was? Jo, alles gut. Alles gut. So, meine lieben Freunde, dann war's das auch schon wieder mit der Folge. Schaut's beim lieben LS-Profi vorbei. Und jo, schreibt's gerne die Meinung in die Kommentare. Vergesst den Spionieren. Schaut's zur nächsten Folge wieder vorbei. Und jo, ich bin schon gespannt, was uns in der nächsten Aufnahmesession erwartet. Und jo, bis dahin, macht's gut. Ciao.